Niederösterreichs Hausärzte wollen mehr Impfstoff. Außerdem, es weihnachtet schon ein bisschen und ein Hochamt für alle Modellbaufans steht an am 2. Dezember. Das und mehr jetzt bei Näher dran. Näher dran, die Niederösterreich News Show mit Christian Trinkel. Hallo und willkommen bei Näher dran. Schön, dass ihr in dieser Adventwoche mit dabei seid. Wettermäßig passt ja alles, es kommt Schnee runter, das heißt, unsere Skigebiete könnten sich freuen. Wenn sie denn noch aufsperren. Am Wochenende hat uns die Nachricht erreicht, dass es am Ötscher damit nichts mehr wird. Die Lackenhofer-Lifte bleiben zu und werden schon im nächsten Frühjahr abgebaut. Die Schröcksnadel-Gruppe hat den Stecker gezogen. Die Besuchszahlen sind von 150.000 auf zuletzt 100.000 gefallen. Wer also Skifahren will, muss etwas weiterfahren zum Hochkar oder gleich die kleineren Skigebiete besuchen, zum Beispiel im Ibstal oder am Jauerling. Wer sich etwas abhärten will, der kann aber auch gleich ganz ohne Skianorak unterwegs sein. Das ist zum Beispiel in Krems derzeit schon der Fall. Es wird Eis gebadet und zwar in Rossatz. Das machen die Mitglieder des Wassersportvereins Krems. Die bleiben dort bis zu einer Viertelstunde im eisigen Wasser. Der Ausblick ist zwar schön, die Temperatur nicht so. Die Donau hat aktuell nur 6 Grad. Das ist nicht wirklich viel. Ihr könnt allerdings dabei sein, entweder zuschauen oder selber trauen. Das findet jetzt im Advent jeden Sonntag um 10 Uhr in Rossatz statt. In der Kälte kann man noch einiges anderes machen, zum Beispiel einen Olaf bauen, einen Schneemann. Wir haben schon ganz viele Fotos bekommen, vielen Dank dafür, von unseren großen und kleinen Bezirksblätter-Lesern und Mein-Bezirk-Usern. Das hier ist zum Beispiel Familie Haslinger aus Mistelbach und viele weitere Schneeimpressionen des ersten Schneewochenendes findest du natürlich bei uns auf meinbezirk.at. Damit zum Thema, das einfach nicht mehr weggehen will. Es ist Corona, die aktuelle Lage. Es tut sich fast täglich etwas. Aktuell sagen zum Beispiel Niederösterreichs Hausärzte, dass sie auf Impfstoff warten. Sie bekommen zu wenig. Und wie lange der Lockdown jetzt wirklich dauert, all das überrascht uns jeden Tag aufs Neue. Online auf meinbezirk.at halten wir euch auf dem Laufenden und das ist der aktuelle Stand von heute, Montag, dem 29. November. Den bringt euch meine Kollegin Karin Zeiler. 110 Personen kämpfen derzeit auf Niederösterreichs Intensivstationen um ihr Leben. 91 Intensivbetten sind noch frei, aber nur deshalb, weil Operationen schon verschoben worden sind. Darüber informiert Christoph Hörmann, Leiter der Intensivabteilung am Klinikum in St. Pölten. Silvia Bockhorn, Stationsleiterin in Krems, spricht von der täglichen Gratwanderung. Wie viel Personal hat man noch zur Verfügung? Welche Operationen sollen verschoben werden? So die prekäre Lage auf den Intensivstationen. Für Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Piankopf steht fest, lassen Sie sich impfen. Er appelliert wirklich, denn man sieht auch auf den Intensivstationen, 68% jener Menschen, die dort liegen, sind ungeimpft. Danke Karin für die aktuelle Lage. Damit kommen wir zu den Meldungen aus den Bezirken und beginnen mit etwas sehr Tragischem. Im Steinfeld, ein Mann fährt zum China-Restaurant und wird dabei überfahren. Der Täter flüchtet, begeht also Fahrerflucht. Seine Tochter, die Tochter des Opfers, will ihn jetzt ausforschen und begibt sich auf eine detektivische Detailsuche. Wir haben sie dabei begleitet und schauen uns an, wie weit sie ist, um das Schicksal ihres Vaters aufzuklären. Im Waldviertel in Allensteig, das wissen wir, ist Europas größter Truppenübungsplatz. 1700 Soldatinnen und Soldaten haben da vor kurzem gemeinsam trainiert. Wir waren natürlich live dabei. Das findet ihr in der aktuellen Ausgabe in den Bezirksblättern im Waldviertel und natürlich online auf meinbezirk.at. Und große Männer wollen manchmal auch wieder kleine Buben sein. Das geht ganz ohne schlechtes Gewissen an diesem 2. Dezember. Dann ist nämlich internationaler Tag der Modelleisenbahn. Wir haben uns genauer angeschaut, was die Faszination ausmacht. Meine Kolleginnen in Purkersdorf waren dort vor Ort. Und ja, sehr interessante Einblicke in eine sehr kleine Welt voller kleiner Lokomotiven und kleiner Waggons, aber ganz großer Gefühle. Das findet ihr bei uns natürlich in der Zeitung und online. Apropos große Gefühle, die hat Andi Marek immer gehabt. Die Stimme Rapids. Also wer einmal im Match im Rapid-Stadion besucht hat, der hat ihn gehört. Und zwar 27,5 Jahre lang. Das Ganze hat er jetzt auch in Buchform zu Papier gebracht. Wir haben mit ihm
darüber gesprochen und wie sich sein Verein entwickelt hat und wie es ihm vielleicht auch jetzt in der Pension geht. Das findet ihr in der aktuellen Bezirksblätter-Ausgabe und natürlich online. Und wir wollen die Sendung gerne so beschließen, wie wir sie begonnen haben, mit diesem Gefühl von Weihnachten. Es ist endlich Advent, da kommen die Leute auch zusammen, die Familien. Man, so viele andere Möglichkeiten haben wir gerade eh nicht, haben Zeit fürs Keksaubacken und das ist gut so. Wie hier Rosina Schrittwieser mit ihrem Enkel Lukas aus Mank im Bezirk Melk. Da wird fleißig gebacken und dann natürlich auch direkt verkostet, genau so wie es sein soll. Nicht alle Familien sind jedoch so glücklich und deswegen möchte ich euch noch auf unser Wir-Helfen-Projekt vor Weihnachten hinweisen. Es geht um Familie Damda aus Rauchenwart. Der Vater hat Corona bekommen, ist wirklich auf der Intensivstation gelegen im Koma und seitdem hat er sich gesundheitlich nicht mehr erholt. Seiner Frau geht es auch nicht wirklich gut, auch sie hat einen gesundheitlichen Schicksalsschlag erlitten. Alle Infos zur Familie und wie ihr helfen könnt, jetzt in der aktuellen Ausgabe und online auf meinbezirk.at/wir-helfen. Und wenn wir alle gemeinsam da zusammenhelfen, könnten wir ein kleines Leuchten in die Augen der Familie zurückbringen, denn genauso leuchtet es überall im Land derzeit. Die Adventpaläste werden gerade unter Strom gesetzt. Früher hat es das nur in Amerika gegeben, jetzt auch bei uns in Niederösterreich. Zehntausende Leuchten sorgen für adventliche Stimmung. Zum Beispiel natürlich im Pilachtal, aber auch woanders. Wir waren zum Beispiel im Waldviertel zu Gast. Mein Kollege Bernhard Schabauer ist dort hingefahren und dort hat Karl Buchsbaum exklusiv für euch schon mal die Stecker vorab reingesteckt. Willkommen in seinem Winterwunderland. Einfach schön, das wärmt mein Herz. 31 Arbeitstage zu 8 Stunden stecken übrigens da drin, sagt er. Es sind knapp 70.000 LED-Leuchten und 315 verbaute Steckdosen. Aktuell braucht er übrigens dort nicht hinfahren. Er hat gesagt, während des Lockdowns bleiben die Lichter aus. Er möchte nicht schuld sein, dass Menschen gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen, nur um die Lichter zu sehen. Aber sobald der Lockdown vorbei ist, dann leuchtet das Weihnachtshaus von Karl Buchsbaum die ganze Zeit und hoffentlich noch ein bisschen über den Heiligen, über die heilige Nacht hinweg. In diesem Sinne, das sind leuchtende Aussichten und ich wünsche euch einfach eine tolle Adventwoche. Den Glühwein müsst ihr euch ja wahrscheinlich selber machen zu Hause. Allerdings, das hat auch was Gutes. Könnt ihr selber entscheiden, wie viel Wasser oder ob überhaupt Wasser zum Trinken da reinkommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Näher dran und einen wunderschönen Advent. Näher dran, die News-Show der Bezirksblätter Niederösterreich. Alle Folgen findest du auf näherdran.tv.